Guten Tag, Morhard, Nürnberg. Eine betroffene Kundin aus dem Hause Telefonica Deutschland ist erschüttert, dass sie einen Betrag von 84,98 im Dezember abgebucht bekommen hat. Das ist unüblich und aufgrund dessen wurde ich eingeschaltet, um auf kurzem Dienstweg eine Klärung herbeizuführen. Ich habe das natürlich innerhalb von 7 oder 8 Minuten sofort realisieren wollen. Ich wurde aber dann von einer bestimmten Dame aus der Pressestelle eben zurückgewiesen. Das hat Telefonica Pressestelle nichts anzugehen. Sehr wohl hat das der Pressestelle etwas anzugehen, insbesondere wenn es um Außendarstellung, um Reputation, um Mensch-Kunde geht. Wenn es natürlich bei Telefonica Deutschland, wobei auch blau.de dazugehört, nicht um Mensch geht, sondern um irgendwie Nichtigkeiten etc. pp. Und Außendarstellungen nicht kommuniziert werden dürfen und Service-Hotlines die Zeit stehlen, weil diese Zeitfenster, die schon einmal im Raum standen und auch realisiert waren, die waren nervend, ermüdend und unzumutbar. Aus diesem Grund hat die Kundin mich gebeten, weil sie diese Hotlines nicht mehr anrufen möchte, der Sohn auch, weil es da um die Umstellung ging, weil Telefonica nicht in der Lage war, das Festnetz über Wochen aktiv zu schalten. Entschädigung ist noch nicht geschehen, ist noch nicht realisiert. Die Zeit ist gestohlen, ist weg. Und die kranke Mutter, die herzkranke Mutter, war natürlich aufgelöst. Warum gibt es diese Nummer nicht? Etc. Ist was passiert? Über mehrere tausend, also circa über 1000 Kilometer sind es, entfernt war sie nervlich zerstört. Und ist eine Herzpatientin, eine geschädigte Patientin. Das ist ja privat. Aber trotzdem, ich nenne es jetzt mal, weil es nicht angehen kann, dass eine Pressemitarbeiterin hier mich gängelt und sagt, ich dürfte nicht mehr anrufen, Sie sind kein Punkt, Punkt, Punkt. Das werde ich jetzt Ihnen sehr schnell beweisen. Und alleine diese Erniedrigung von dieser Person, das kann sie sich nach Gosberg, da gibt es eine Mülldeponie, per Paket hinliefern lassen, aber nicht in meine Ohren. Und das wird jetzt ein Nachspiel haben. Und ich rede nicht, sondern ich handle. In diesem Sinne, Herr Peter Löscher, löschen Sie mal Ihre inhumanen Brände in Ihren Abteilungen. Ich werde jetzt einen Freund von Ihnen anrufen, der mir dann nach Möglichkeit sofort die Mobilnummer gibt. Ich hoffe, er gibt sie mir, damit wir uns zusammen telefonieren, welches Klientel bei Ihnen in der Pressestelle und an Hotlines sich outet. Das war's noch nicht. Kennen Sie Uli Hoeneß? Den kennen Sie mit Sicherheit. Und galacom.tv ist mit Sicherheit nicht ganz unbekannt. Ich zeige auf, was tatsächlich hier an Hotlines passiert. Und die Kundin wird zurückgewiesen, ich dazu, weil der Kundin kann man das ja weiß machen, weil die sich ja nicht so gewandt in Deutsch wehren kann. Und ich bin unbequem. Das lasse ich so nicht stehen. Dafür stehe ich nach wie vor, wie man ja gesagt hat, man kennt sie, mit meinem Namen. galacom.tv. Jetzt weiß ich nicht, ob das da reingeht. Ein Moment. Ich bin jetzt da natürlich etwas überrascht worden. Aber dieses abartige Verhalten muss ein Ende haben. Und das noch am Mr. Courage of World
Am Geburtstag von Muhammad Ali, der heute ja, wenn er leben würde, 80 Jahre geworden wäre. Ich habe ja sonst nichts anderes zu tun, als hier, man hätte schon fast sagen können, als hier Bildschirm drehen, okay, als hier Leute zu informieren, Angestellte zu informieren, wie man mit Mensch, Kunde umzugehen hat. Geht's denn noch? Und das ist natürlich unbequem. Also ich bin in deren Augen natürlich unbequem, weil ich diese Mängel aufzeige. Und wie sich das gezeigt hat jetzt am Apparat, ja, es ist nicht gestattet. Ohne Grenzen für Humanität Zeichen zu setzen. Ich kann jetzt nur nicht schneller das alles umstellen, weil das jetzt so schnell gehen musste, weil sie einfach jetzt eine Erklärung haben möchte. Das werde ich ihr sofort präsentieren und gleichzeitig geht es an O2. Der nächste Aufsager kommt bestimmt.